Folkrock-Formation zu einem Spontan-Gig am Zürichsee begleitet. 3, 4. Wissen Sie, wie die Gruppe heisst? Keine Ahnung. Noch nie gesehen. Aber sie haben schön gespielt. Nein, keine Ahnung. Ja. Die Nachfolgeband von einer Rocklegende am Zürichsee. Und niemand merkt es. Immerhin. Enfin, j'ai quand même l'impression qu'ils sont... Ja, sie wirken recht professionell. Das kann man sagen. Die vier sind Berufsmusiker. Der Skip Batten spielt seit 1969 in der Band. Wissen Sie, von wem das Lied ist, Mr. Tambourine Man? Bob Dylan. Wo die Band ihre Identität preisgibt, staunt der Passant nicht schlecht. These are the birds. And you know, und ich habe gesagt, der Song sei von Bob Dylan. Es tut mir so leid. I'm so sorry. Yeah, Bob Dylan wrote the song Tambourine Man and then Roger McGuinn. Bob Dylan hat den Song geschrieben, aber Roger McGuinn von The Birds hat ihn neu arrangiert und dann ist es ein Hit geworden. Everybody knows the song. Jeder kennt den Song, aber niemand kennt Birds. Was ist das für ein Gefühl? Well, that feels kind of strange, actually. Es ist schon ein komisches Gefühl, aber es ist halt lange Zeit her. So that's also the reason why you wanna... Ist das auch der Grund, warum die Birds am Leben behalten? You bet. There's something very valuable. Klar, die Musik ist sehr wertvoll und wir wollen sie auch erhalten. Ein Kenner hat den Zürich schließlich doch noch gefunden. Yeah, I think it's the Birds, no? Hey, Mister! Kein Wunder, er spielt ihre grösste Hit selber. Seit das letzte Urmitglied der Birds, der Michael Clark, im 93 gestorben ist, nennen sie sich The Birds Celebration. Neben den alten Hits aus den 60s und 70s spielen die vier Musiker aus Nashville auch eigene Kompositionen. Eine neue CD sollte in wenigen Tagen auf den Markt kommen. Trotzdem, verglichen mit den Massen, die den originalen Birds 1965 zugejubelt haben, ist ihre Fangemeinde heute eher klein. Stören tut sie das aber nicht. We're starting to book a lot more small places. Wir buchen heute gerne kleine Konzertsäle. Es ist weniger stressig und man kommt dem Publikum viel näher. A large crowd and that kind of excitement and get to something more intimate with people. Der kleine Auftritt am See haben die vier Musiker auch genossen. Mehr von der Birds Celebration, Erinnerungen an die guten alten Zeiten, gibt es morgens Abend um 7 Uhr beim Konzert im El Cubanito in der Alten Börse in Zürich.